Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mist. Und als ich jetzt hier die ganze Zeit stande, ist dort etwas Komisches passiert. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber irgendwie steigen hier Funken auf und ich weiß nicht warum. Was ist das? Ist das gut? Ist das schlecht? Ich habe keine Ahnung. Es sieht sehr kurios aus. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Holz holen. So. Jawohl, wir wollen uns nämlich eine eigene Mauer bauen. Zumindest wollen wir sie heute mal anfangen. Ich würde aber trotzdem immer noch sagen, das Gescheiteste, was wir tun könnten, wäre tatsächlich schleunigst zu schauen, dass wir irgendwie diese Dings zusammenbekommen. Dass wir irgendwie diese Säge irgendwie hinbekommen. Und wenn wir dafür nochmal ins Sägewerk zurückgehen. Take Lock, Store Lock, ne? Ja. Ins Sägewerk zurückgehen und da vielleicht mal gucken, dass wir irgendwo so diese Sägeblätter herbekommen. Die wird es wahrscheinlich, denke ich mal, dort geben, ne? Also würde ich jetzt mal sagen, ich meine, der Plan, würde ich sagen, sieht jetzt vor. Ganz normales Holzverhalten. Das siehst du jeden Tag so. Ne? Ich meine, und manchmal tut sich Holz zusammen und macht so eine Fake-Demonstration. Das kennen wir doch alle. Das tausendmal gesehen schon. Ja, nee, also dann sollten wir uns vielleicht, also dann sollten wir uns mal aufmachen und vielleicht mal gucken, ob wir Richtung Sägewerk dann nochmal jagen gehen und vielleicht auch unseren NPC-Freunden nochmal einen kleinen Besuch abstatten. Ich hatte zwar überlegt, dass man es vielleicht erst macht, wenn man, also wenn wir eine Sniper oder sowas haben. Kommt der Baum? Ja, ne? Der kommt. Sehr gut. Ja, wenn wir eine Snipe haben, dass wir die so richtig schön von der Ferne. Ah ja. Dass wir die so richtig schön von der Ferne, weißt du, richtig schön ansnipen können und wegballern, aber ich glaube, ja. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nie funktionieren, ne? Würde ich jetzt mal sagen. So. Eine kleine Folgenunterbrechung, da sind wir auch schon wieder. Wir sind im Holz sammeln. Jawohl. Wie voll kann man so einen Wagen machen? Wir werden das jetzt gemeinsam rausfinden. Wie voll man so ein Ding machen kann. Haben wir eigentlich noch Platz hier? Oh. Scheiße. Ah ja. Okay. Sehr gut. So, weiter Holz. Come on. Wir tun das natürlich, um uns eine geile Mauer um die Base bauen zu können. Wir haben auch bald Hunger. Aber weißt ja, wie das ist, wenn du Dünnschiss hast, soll man ja nicht so viel essen, ne? So, warte, was haben wir hier? Leaf. You can leave your head on. Leaf, leaf. Das sind alles immer nur Leaves. Das sind die Splitterbäume. Okay, pass auf. Dann packen wir die mal. Ich weiß nicht, wie voll kann man so ein Baumding hier machen? Sind die jetzt einfach weg? Ah. Ich glaube, die Loks, die sind einfach weg jetzt. Okay. Ja, blöd. Ich hätte natürlich die Dings mitnehmen können, ne? Ich hätte die Säge mitnehmen können, dann hätten wir hier schon Bretter machen können. Na egal. Machen wir zu Hause. Passt schon. Das machen wir zu Hause. So. Mit dem Holzwägelsche. Das parken wir mal schön hier. Und dann holen wir uns mal ein bisschen was hier runter. Warte mal, wie viele Loks brauchte man? Ich store die gerade nochmal ganz kurz. Wie viele Loks brauchte man für ein Mauerteil? Das ist ganz schön viel, ne?
10 Loks. Ey, das ist doch übertrieben. Das muss. Das ist das Mauerstück. Ach du Scheiße. Oh, okay, das ist aber ganz schön groß. Hä, das ist so groß wie das Haus. Gibt's da noch eine andere Mauer? Warum ist das so groß? Hä? Das ist viel zu groß. Gibt's da nicht kleinere Mauern? Das ist viel zu groß. Okay, das ist... Ja, das ist halt witzlos. Das braucht man nicht. Aber Alter, weißt du, wie viel wir brauchen? Weißt du, wie viel wir brauchen, bis wir hier unser komplettes Gebiet einmal umzäunt haben? Das, wir brauchen den halben Wald. Holy shit. Das ist zu übertrieben. Scheiße. Ja, das wird ein sehr großes Projekt, glaube ich. Ach du Heilige. Ich meine, cool ist es schon, ne? So ist jetzt nicht. Cool ist es schon, aber... Uff. Das... Wow. Ich meine, wir müssten ja schon dann hier so ansetzen, ne? Oder zumindest... Naja, doch hier. Hier müssten wir schon ansetzen. So ungefähr. Ach du Heilige. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach hier, damit wir das Ding da drinnen haben. Kannst du nah an der Wand schaukeln dann? Ja. Das, Okay, wir haben eine Aufgabe für die nächsten Folgen. Nee, natürlich nicht, aber ne, wir werden ein bisschen hier dran sitzen, glaube ich. Wobei wir das tatsächlich immer mal wieder ein bisschen weiter bauen werden. Ne? Wir bauen die jetzt nicht auf einmal. Das schieben wir immer mal zwischendrin rein, dass wir mal so eine Holzhackfolge machen oder so. Das ist viel zu übertrieben. Also ohne Mist jetzt. Das kannst du gar nicht auf einmal machen, das geht nicht. Das ist viel zu krass. Ich werde dann auch, glaube ich, so ein bisschen Themen sammeln. Und vielleicht auch im Hintergrund ein bisschen Mucke anmachen oder so, weil... Damit wir da so Talkfolgen draus machen oder sowas, weil das ist halt schon... Das ist eine Aufgabe, ne? Also hier wirklich die Mauer komplett rumbauen, das ist eine stolze Aufgabe. Wie gesagt, wir machen da Quatschfolgen draus. Postet mal unter diese Folge. Themenvorschläge. Themenvorschläge, Fragen, wenn ihr irgendwelche Fragen hattet, die ihr schon immer mal beantwortet haben wollt. Postet sie unter diese Folge. Postet sie unter diese Folge und wir werden sie bearbeiten. Postet sie unter diese Folge und wir dann, wie gesagt, lasse ich ein bisschen Mucke ablaufen oder so. Und dann machen wir uns da... Warte mal, throw them. You cannot throw them. Okay. Ja, macht mal. Ne? Postet mal gerne was unter die Kommentare und... Dann nehme ich diese Folge einfach hier als Sammelsurium an Fragen, die ihr habt oder an Themen, die ihr gerne bearbeitet haben wollt oder Dinge, über die wir quatschen sollen oder so. Weil wir werden diese Themen auf jeden Fall brauchen, glaube ich. Wir werden ein bisschen hier dran sitzen. So viel steht fest. Pass auf. Wir können das Ding ja schon mal fertig bauen, oder? Was ist denn hier mit dem Tisch? Steht der im Weg? Da müssen wir ihn abreißen. Ich glaube aber nicht, ne? Wir brauchen... eine Säge. Scheiße, wir haben Hunger. Oh, wir haben kein Stamina mehr. Fuck, wir müssen gucken, dass wir wieder gesund werden. Scheiße. Okay, warte. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, irgendwas zu essen, ne? Wir hauen uns mal das Fruiting rein. Hier, komm. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, irgendwas zu essen. Früchte. Ja, hat ein bisschen was gebracht. Immerhin ein bisschen was, aber unser Stamina ist halt komplett im Arsch jetzt, ne? Wir können leider nichts machen, wir können nicht rennen. Aber das macht erstmal nichts. Das macht erstmal nichts. Wir holen uns jetzt mal unsere Säge. Und mit der Säge
machen wir hoffentlich. Ich hoffe, das geht. Ich weiß nicht, ob es geht, weil, wie gesagt, wir sind halt im Arsch. Wir können gar nichts machen gerade. Hoffe ich, dass wir uns ein paar schöne Sägeblätter machen können. Ein paar schöne Wooden Planks. Alter, wenn ich die Maske jetzt noch ein einziges Mal aufsetze, aus Versehen, ne? Mit meinen dicken Fingern. Ich glaube, wir können gerade gar nichts machen. Weil wir kein Stamina haben. Ist doch scheiße. Können wir uns noch irgendwas reinpfeifen, damit wir ein bisschen schneller gesund werden? Das braucht aber auch lange, ne? Holy shit. Ich meine, ja, ist jetzt nicht so angenehm, ne? Aber... Oder... Stell dich mal nicht so an. Ne, wir können aber auch nichts mehr nehmen, oder was, ne? Treatment. Can be increased only maximum. Na, ich glaube, weil wir die Tabletten schon genommen haben... Weil wir die Tabletten schon genommen haben, können wir nicht nochmal was machen. Okay. Ich meine, wir könnten uns hinlegen und schlafen. Es ist halt... Ja. Theoretisch wäre dann auch bald schon Zeit. Ist noch nicht komplett, aber bald wäre Zeit. Wir pfeifen uns nochmal ein bisschen Wasser rein. Naja, dann können wir uns halt, wie gesagt, echt bald pennen legen. Schlafen wir halt ein bisschen länger. Ausnahmsweise mal. Das ist aber schon blöd jetzt, gell? Wir müssen uns auf jeden Fall bald neues Wasser machen. Jawohl. Das heißt, wir können uns schon mal ein bisschen von dem Holz, was wir da draußen jetzt haben, machen wir uns mal ein bisschen Feuerholz. Ja, wir machen uns mal... Können wir das eigentlich auch verbessern, das Ding? Nee, das kann man nur distillen. Okay. Dann machen wir uns halt mal ein bisschen Feuerholz, ne? Dann machen wir uns ein bisschen Feuerholz. Make wooden plank. Ich bin so doof. Ich dachte, Wooden Plank bedeutet wir... Oh Gott. Echter Scheiße. Ich dachte, das Wooden Plank wäre... Oh mein Gott. Ah. Vielleicht sollte ich einfach schlafen gehen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das wäre besser. Vielleicht sollte einfach ich schlafen gehen. Okay, komm, wir carryen mal ein paar Logs. Aber nee, warte mal, können wir gar nicht. Wir machen uns mal noch ein paar mehr Bretter. Wir können sie sowieso gebrauchen und jetzt gerade ist es sowieso egal. Jetzt ist es dunkel geworden. Perfekt. Sammeln den Stuff ein. Wir bringen das Zeug in die Kiste. Wir hauen uns noch was zu trinken ein und was zu essen. Gehen schlafen und morgen sind wir hoffentlich wieder gesund. Schön wär's. So. Pass auf. Was zu trinken? Pfeifen wir uns rein. Diese Gasmaske, ne? Diese Gasmaske. Ich werde, glaube ich, kein Freund mehr mit der Gasmaske. Junge, Junge, Junge. So. Okay, wir brauchen noch was zu essen. Das haben wir drüben. Und ich glaube, da müssen wir auch schon fast wieder... jagen gehen. Wir werden schon fast wieder jagen gehen müssen. Ich mache jetzt den Generator mal nicht an. Er bringt uns sowieso keinen Vorteil gerade. Außer Licht, aber... Pff. Scheiß drauf. Wir pfeifen uns jetzt mal noch so eine Tomatensuppe rein. Das muss zum Schlafen jetzt einfach reichen. Die wird wahrscheinlich nicht mega viel bringen. Aber immerhin ein bisschen was. So dass wir einigermaßen schlafen können. Ja... Wie sieht's mit dem Riegel aus, den wir hier noch haben? Die bringen doch auch meistens nichts. Aber wie gesagt, zum Pennen sollte das einigermaßen reichen und dann... Schauen wir mal, dass wir nächsten Tag wieder gesund sind, hoffe ich mal. Schön wär's. Aber wir haben uns schon mal nicht in die Hose geschissen, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. So. Oh, wir sind wieder gesund. Geil. Morning.
Good morning in the morning. Oder so. Okay, draußen ist niemand, ne? Wir haben keinen Besuch bekommen oder so. Das ist nett. Ich mag den Besuch nicht, der hier so kommt. Dann pfeifen wir uns mal was Schmackhaftes zu essen rein. Oh, wir haben erst 3.46 Uhr. Scheiße. Warte mal. Dann machen wir das folgendermaßen. Wir hauen uns so eine Fruit rein. Wir hauen uns beide Fruits rein. Und dann gehen wir uns nochmal kurz 2 Stunden oder so hinlegen. Oder wir hauen uns jetzt so ein Fruiting rein, gehen nochmal pennen und dann gehen wir nochmal, stehen wir nochmal auf. Weil, so ist halt scheiße, ne? So, machen wir mal die Lampe aus. Rest. Und dann machen wir nochmal 2 Stündchen. Bis dahin ist es hell draußen. Super nice. Stopp, stopp. Okay, ist immer noch dunkel, aber es ist okay. Und dann gehen wir mal was essen und dann wird es auch hoffentlich langsam hell da draußen. Warte. Da haben wir schon wieder unsere ganzen Vorräte aufgefressen. Junge. Wir müssen uns ein bisschen Fleisch holen gehen und vielleicht finden wir unterwegs noch ein bisschen Salz. Und das Salz können wir dafür nutzen und ein bisschen Fleisch machen, was ein bisschen länger hält. Das mit dem Essen hier ist echt blöd, ne? Beziehungsweise, was heißt echt blöd? Es ist nicht so einfach. Tatsächlich. Warum ist Stamina eigentlich jetzt, hat das irgendeinen bestimmten Grund, dass sich unser Stamina nicht mehr auflädt? Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Wir sind immer noch erschöpft. Ist das immer noch, weil wir Dünnschiss hatten? Kann ich mal eine Stunde schlafen? Mal ausprobieren, ob das dann weggeht. Okay, zumindest ist es schon mal hell. Und Stamina lädt sich trotzdem nicht auf. Haben wir zu viel Stuff dabei? Kann aber eigentlich gar nicht, dass wir so viel Stuff dabei haben. So viel haben wir nicht dabei. Wir hatten schon mehr dabei. Ich meine, ich mach mal leer. Und dann gucken wir mal. Aber eigentlich hatten wir echt schon mehr Stuff dabei. Oder war es nicht so schlimm? Pass mal auf. Wir machen mal leer. Und zwar packen wir das hier mal da rein. Dann packen wir das mal da rein und das mal hier rein. Nur noch 33% dabei, aber eigentlich dürfte das kein Problem sein. Ich meine, so ein Weicher ist das doch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, warum sich das Stamina nicht mehr auflädt. Ich weiß es nicht. Ist das ein Bug vielleicht? Ich kann aber mal speichern zwischendrin. Vielleicht ist das ein Bug oder so. Vielleicht würde es wieder gehen, wenn wir neu laden. Mache ich jetzt aber nicht. Wir machen jetzt noch ein bisschen Holz. Und dann können wir mal gucken, dass wir die erste Mauer da vorne vielleicht zu Ende gebaut kriegen. Noch mal ein paar Wooden Planks. Let's go. Super nice. Ist halt auch übertrieben, ne? Du machst 2 Wooden Planks. Und es ist das Gefühl, als hättest du nichts gegessen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bei ganz vielen Survival-Games so. Und irgendwann, sage ich euch ganz ehrlich, irgendwann ist es einfach nur noch anstrengend, weil du wirklich nur noch nach Essen suchst. Ich hoffe, das ist bei Mist jetzt nicht so übertrieben krass der Fall. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Möglichkeit gefunden, viel Essen zu haben. Es gibt viele Leute, die in die Kommentare geschrieben haben, dass das Anbauen von Essen nicht so geil ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe es noch nicht gemacht. Aber ich sage ganz ehrlich, dass man jetzt, also wir hatten eine halbvolle Hungerleiste gehabt, haben jetzt 2-mal Holzbretter gesägelt. Und jetzt haben wir schon wieder, als wäre es, als hätten wir fast gar nichts gegessen. Und ich finde das irgendwie immer ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ich meine, ja, ich verstehe es irgendwo. Natürlich möchte man dem Spieler damit sagen, so, okay, du musst was machen gegen den Hunger, aber... Na, ich weiß ja nicht. Wir gehen mal in die Bude rein.
gleich. Und fressen mal alles, was wir haben, damit wir voll sind. Ich will sehen, ob das Stamina sich wieder auflädt. Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, warum sich das nicht mehr auflädt. Okay, wow. Guck mal, er baut zweimal an dem Ding, ne? Und, boah, das ist schon... Das ist schon heftig, alter Schwede. Das ist schon echt krass. Junge, Junge, Junge. Übel. Okay, komm, nochmal voll das Ding. Ich meine, wir könnten die Cola trinken, die wir noch haben, aber solange wir Wasser haben, trinken wir das. Okay. Wir gehen gleich mal jagen. Ich möchte aber dafür ehrlich gesagt volle Stamina haben, weil wenn wir vor den Bären flüchten müssen, dann will ich ungern mit halbem Stamina oder mit gar keinem Stamina laufen, weil wir werden rennen müssen. Und das ist nicht gut. Wir sind auch einfach schon wieder übelst erschöpft, aber bei Health ist auch noch nicht alles in Ordnung, ne? Wenn ich mir das hier angucke. Aber hier steht nichts. Bei Status steht einfach gar nichts. Und wir sind aber trotzdem übelst erschöpft. Ach so, das könnte... Ach, warte mal, das mit dem Health könnte das mit dem Essen sein, ne? Okay, Fleisch und Tomaten, let's go. Erstmal die Tomatensuppe und dann rein mit dem Fleisch. Und dann gehen wir... Und dann gehen wir gleich mal gucken. Das bringt halt fast gar nichts, ne? Crazy. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Guck mal, wie schnell wir an Trinken verlieren. Das muss ein Bug sein. Das muss ein Bug sein. Ich lade das Spiel gleich mal neu. Das ist ja nicht normal. Das ist nicht normal. Ich speichere mal und lade mal neu. Das kann nicht normal sein. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist ja übel. Ich gehe mal kurz, ich quitte mal kurz zum Main-Menü, ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder zurück. Und ich habe mal neu geladen und guck mal, natürlich, das Stamina lädt sich wieder auf. Es war tatsächlich nur ein Bug. Na, okay. Gut, dann lassen wir das Stamina mal wieder ein bisschen aufladen, wunderbar. Nichtsdestotrotz werden wir uns gleich auf die Jagd vorbereiten müssen. Es ist trotzdem krass, was es kostet, um diese Mauer zu bauen, ne? Ja. Ja. Das kostet sehr viel, leider. Okay, die Dinger können wir auch wegtragen. Okay, das ist auch nice. Ja, wir müssen mal gucken. Wir werden diese Mauer wahrscheinlich erst weiterbauen, wenn wir wirklich genug zu essen haben, ne? Ich glaube, alles andere macht im Moment noch keinen Sinn. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt... Ich will jetzt nicht ausprobieren, ob das wieder genauso viel Stamina und so frisst, weil wir halt wirklich gerade gar nichts mehr haben zu essen. Wir werden uns jetzt auf die Jagd vorbereiten. Wir müssen losziehen, das werden wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge aber erst machen. Wir müssen losziehen und ein bisschen Essen sammeln. Ich packe mal die Sachen, die wir für den Mauerbau brauchen, packe ich mal hier rein. Die Screws brauchen wir dann wahrscheinlich später noch für die Säge, die haben wir aber leider noch nicht. Dann haben wir Branches, die können wir leider nicht mehr reinpacken. Toll. Aber das können wir rausholen, dann können wir das mit reinpacken. Wir müssen uns sowieso auch in Bälde wieder Wasser kochen. Da kann ich schon mal... Nee, kann ich nicht. Okay, pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Dann packe ich das halt hier rein. So. Und den Hammer brauchen wir unterwegs eigentlich nicht. Den können wir da lassen. Stattdessen müssen wir uns aber einen Messerchen mitnehmen. Ich nehme das mit 100% mit. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es brauchen. Keine Ahnung, aber... Ja, gucken wir mal. Dann haben wir Antibiotika, können wir jetzt wegtun, weil wir brauchen es nicht mehr. Ich glaube, ich habe immer noch irgendwas falsch gemacht bei der Einnahme von den Medikamenten. Beziehungsweise, ich glaube, wir hätten die Wahl gehabt, als wir am Anfang diese Krankheit hatten. Hatten wir, glaube ich, die Wahl gehabt zwischen, wir nehmen dieses Kit oder wir nehmen Medikamente.
Ich glaube, beides gleichzeitig geht nicht, beziehungsweise du kannst nicht, wenn du die Medikamente genommen hast, danach noch das Kit benutzen. Ich glaube, deshalb hat das nicht so gut funktioniert. Könnte ich mir gut vorstellen. Dass das das Problem war. Wir werden auf die Jagdreise natürlich unsere Dingens mitnehmen. Unseren Karren. Ja, ich würde sagen, eigentlich sind wir schon ready to go, ne? Also theoretisch könnten wir schon los. Wir nehmen, wie gesagt, den Karren mit. Vielleicht finden wir irgendwas Geiles unterwegs, was wir gebrauchen können. Ich würde sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei einem weiteren Ründchen von Let's Play. Genau. Mist. Wir spielen Mist. Toll, wie immer auf diesem Kanal. So, jetzt aber. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein.